Hallo meine Lieben und herzlich willkommen zu einem neuen Vlog von uns. Heute ist Geburtstag von Mama und ich bin mit Patrick und mit Michelle da. Wir pusten die Ballons auf. Nicht, dass er Platz, weil ein 2.6. haben wir nicht. Na, schon ein bisschen mehr. Nein, Papa, schon Platz auf, oder? Nein, ist zu weich. Der schaut schon mal besser aus. Der hat 3, wie schaut der 3 aus? Nummer 3 ist auf der Decke. Wir haben ja 9. Aber den muss man auch noch ein bisschen auflassen. Der ist zu wenig drin. Oh ja, hier, hier. Der hat auch seinen. Na, hat keine. Oh ja. Ah! Der Nummer 3. Das war so unnötig. Es ist schon geflogen und wir haben halt nur Augen gehabt, die wir, mit denen wir sehen konnten, dass sie fliegen. Was machen wir jetzt? Nee, muss ich mir noch einen 3 kaufen. Nummer 3 ist der Platz, ich muss noch nicht mehr fahren. Da, da! Und dann. Nummer 3 kaufen. Ich bin jetzt wieder zurückgekommen. Ich habe nicht nur einen 3er gekauft, sondern auch einen 6er gekauft, weil die zwei von der Größe sind anders als das, als der fliegende 6er. Und ja, also deswegen habe ich nochmal die Zahlen gekauft und ich versuche jetzt nochmal aufzublasen, ohne dass die platzen, weil sonst platzt mein Schädel bald. Also. Kannst du auch mitmachen? Na, warte mal, wenn das platzt, ich fahre nicht mehr noch einmal. Das ist nicht so einfach gewesen. Jetzt ist das gleich, oder? Ne, viel größer, oder? Ja, das. Passt. Ja. Fliegende Holländer. Den 6 haben wir geschafft, jetzt haben wir den 3. Weil wenn der auch platzt, dann weiß ich nicht mehr. Der Nummer noch binden, oder? 1. Mhm. Also der Nummer 6 hat, wie viel ist der 6? Kannst du die binden? Ich hab Hunger. Ich hab da Hunger. Du auch Hunger? Ja. Hast du Hunger, Marty? Mhm. Ich auch. Ich hab nämlich heute vom Chinesen was bestellt. Meine Mama wollte vom Chinesen was essen. Oh, dein Wind ist dran, komm. Mama, darf man die Geschenke austeilen? Ja, warte kurz. Jetzt. Die Ballons sind schon aufgeblasen, die haben überlebt. Und wir werden jetzt was essen, weil wir mega hungrig sind. Wir haben heute nie wirklich viel gegessen. Das ist dein Alter. Das Video auch gerne. Habe ich das schon mal gesagt im Video? Ich glaube gar nicht. Aber ich bin schon die Hälfte meines Lebens mit Papa zusammen. Ist das nicht toll? Oh. Ich habe ihn kennengelernt mit 18 und jetzt bin ich schon 36. Und bei mir erst, wenn ich 42 bin. Also 42? Nein, 44. Weil du warst 22. Morgen hat der Mama Geburtstag. Ja. Und in einer halben Stunde kommt jemand vorbei. Für Papas irgendwas zu machen. Und er muss sich schon wieder gucken. Eine Überraschung, ja. Der Papa muss sich dann unten verstecken. Aber wer kommt?
Danke. Hä? Geh nicht runter, mich lieber. Eigentlich wollte der Papa heute mit den Kindern eine Torte backen, aber es ist sich leider überhaupt nicht ausgegangen. Keine weil er, Zeit. Ja, er hat einen Arzttermin gehabt, einen Internisten, und deswegen haben wir gesagt, wurscht. Deswegen haben wir eine Schokoladentorte, also eine echte Sachertorte gekauft. Und ich habe gesagt, die Kinder können das dann dekorieren, weil die sich ja so gefreut haben aufs Backen mit dem Papa. Wer kommt mal ein Clown oder wer kommt in eine halbe Stunde? Der Papa ist ja, ich will es auch wissen. Luisa, setz dich hin. Also den Clown packen, der ja. Und der Clown übernachtet heute bei uns. Was? Nein, ich werde dir nichts verraten. Aber ich bin so neugierig, ich will nicht warten. Lara? Ja, wenn du mir nichts sagst. Bitte auch, ich will machen. Hä? Wenn du mir nichts sagst, ich werde dich nicht wieder von der Schule abholen. Ich weiß es selbst. Nicht. Ja, ich werde wahrscheinlich nur der Patrick weiß. Warum weiß nur der Patrick davon? Ja, ich habe den Patrick schon informiert. Wieso? Wieso der Patrick und nicht ich? Ja, und darf ich auch wissen? Ja, aber ich. Es geht um mich. Ja, beruhigt euch. So. Kommt jemand von Stimmtes? Ja. Ist er aus unserer Familie? Ja. Meine Mama. Ja, das habe ich auch gerade gedacht. Nein, dein Bruder. Mein Bruder kommt. Dein Lieblingsbruder. Robby? Yeah. Bitte nicht! Mama hat einen Kuchen geklappt. Hey! Die Lisa macht die ganze Zeit so! So, ich habe jetzt ein bisschen Puderzuckerwasser gemacht. Papa, holst du die Zuckerstreusel raus? Die Mama dekoriert sich selber ihre eigene Torte. Ja, ist halt so. Ich weiß nicht, ich hoffe, dass das pickt. Mama! Upsi! Haben wir nicht da schon mal sowas gemacht? Ich weiß nicht. Wieso? Ich hoffe, dass es halt auf jeden Fall kleben bleibt. Sicher. Ah, du machst nur hier oben, oder? Ja. Yeah. Kann ich das machen? Jeder macht's. Wer hat denn die blauen Perlen aufgesetzt? Ich? Die Michelle, nach dem Prinzip mehr ist mehr, oder? Ich brauch ja. Das da. So wie ich. Das muss man auch noch dazu geben, oder? Sehr schön. Schön, Mama. Schön? Ja. Schau mal, der Kleine. Noch nicht! Ja, genau. Und der Kleine, der schläft einfach super seelenruhig da. Okay, ist einfach... Happy Birthday to you! Happy Birthday to you! Happy Birthday! So, die Mama wird jetzt von Geschenken überwältigt. Oh, ist das die Welt? Mama! Eine Blaubeere. Oh. Und ein Einhorn. Und ein Einhorn. Das ist aber... Gib mir einen Kuss. Danke. Sieht sehr schön aus. Abgeschnitten. Ah, abgeschnitten. Ah. Zeig mir mit welcher Schere. Zeig mir mit welcher Schere. Mit deiner Linkshänder Schere. Sehr gut, das ist für Linkshänder. Ja. Super, hast du gemacht, kleine Masi. Danke schön. Oh, mit Diamant. Wow, alles Gute Mama da drauf, oder? Du musst es lesen. Liebste Mama, eins ist wahr, du warst immer für mich da. Dafür danke ich dir. Meine. Die allerbeste. Oh, und so deine Torte da. 36. Und Konfetti. Und Konfetti, als hättest du es gewusst, oder? Ich habe das selbst auf dem Word-Dokument geschrieben und dann habe ich es ausgedruckt.
offiziell habe ich ja noch Geburtstag, aber es ist ja so, dass der Papa morgen Geburtstag hat und ich habe was für ihn organisiert. Der Papa wird morgen 40, also schon was ganz Besonderes. Deswegen habe ich die Julia gebeten, ob sie irgendwas ganz Besonderes für den Papa machen kann. Und ihr wisst, kennt ihr vielleicht die Julia? Die hat schon öfters Partys bei mir designt, also bevor Corona kam. Hat sie für die Lara dekoriert. Einmal eine Einhornparty und einmal eine Meerjungfrau-Party. Und jetzt hat sie was für den 40er, für den Papa vorbereitet. Der Papa weiß eigentlich nicht so wirklich, was passiert. Ich habe nur gesagt, er muss unten im Kinderzimmer warten. Und ja, ich zeige es euch dann, wenn sie dann da ist. Sie holt noch die Sachen rauf. Ich bin ganz aufgeregt. Und das ist sie, die Julia. Die kennt sie schon, oder? Halt, war schon so oft bei mir. Und jetzt, ich freue mich so. Schau, heute mal was nichts Kindisches. Ja, ich habe geschaut, dass es eben... Männliches. Ich gebe mein Bestes. Übrigens, ich verlinke euch die Julia unten in der Infobox Instagram und ich werde euch ihre Website-Adresse reinschreiben, falls ihr auch mal was bucht. Auch wenn es jetzt keine Party-Saison ist, man kann trotzdem sich sein Haus hübsch dekorieren lassen, wenn dann zumindest halt nur die Familie oder so vorbeikommt. Also das kann man schon noch machen, ne? Also im rein kleinsten Raum, oder? Halt mit diesen ganzen Tests, oder? Genau, sie lässt sich auch gerne testen, bevor sie zu euch kommt, also dass ihr seht, okay, sie ist negativ und so, das ist ja auch wir leben in einer verrückten Welt eigentlich, aber ja, man passt sich allem an und ja, sie sind bei uns, ich freue mich auf jeden Fall, dass es noch geklappt hat, so kurzfristig und bin immer gespannt, was der Papa sagt. Ich muss ja heute im Wohnzimmer ständig mit Augen zu vorbeilaufen. Das ist also, wenn man hintereinander Geburtstag hat, dann muss ich immer schon an meinen Geburtstag mir Gedanken üben für seinen Geburtstag. Schaut mal bitte das Endergebnis. Ist es nicht wunderschön? Gefällt es euch? Aber was machen wir jetzt mit dem Papa? Und der Papa muss so eine Decke drüber. Der Papa darf einfach nicht schauen die ganze Zeit. Das ist so schön geworden, oder? Ja, der Papa steht als erstes. Weißt du, was wir machen? Wir müssen trotzdem noch eine Vier. Ja, der Papa steht als erstes in der Früh aufstehen. Ja. Oh. Na gut, dann zeigen wir sie mir jetzt. Sollen wir ihn raufholen? Wo ist er? Holst du den Papa? Wo ist er? Unten. Unten. Mit Patrick zocken. Der Papa bekommt seine... Ja, bist du bist du neugierig? Was ist er? Lass mal, ich habe Angst. Komm, Papa, komm. Ja, Mann, ja, Mann. Oh. Schau jetzt. Das ist ein Ballon. Oh, das ist ein Ballon. Ja. Ein Papa Ballon. Ballon ist ganz groß. Für dich hat noch nie jemand sowas dekoriert, oder? Nee. Schön, oder? Ja, aber da fehlt noch was. Guck mal. Macht ja nichts. Schön, oder? Aber ich kann es von dir leider nicht verstecken bis morgen, deswegen musst du ja, weil du immer als erstes aufstehst. Stell dir vor, wir hätten das so gelassen und morgen in der Früh gehst du aufs Klo. Ich komme rauf ins Zimmer. Ja, auf jeden Fall. Das ist dann für Papa, für seine Party morgen. Morgen wird auch Kuchen gebacken. Heute ist vorbei mit meinem Geburtstag. Ich nehme euch dann morgen mit, wenn ich Papas Torte mache, in der Früh. Guten Morgen, ihr Lieben. Wir sind jetzt bei Papas Geburtstag angekommen, 5. Februar. Und ja, wir machen für den Papa eine ganz besondere Torte. Und zwar nicht eine süße, sondern eine salzige. Das heißt, so eine Sandwich-Torte machen wir für ihn. Papa schneidet hier schon Radieschen. Ich werde jetzt auch gleich den Tortenboden schneiden, das Brot zurechtschneiden und dann werden wir das belegen. Ich zeige euch, wie das Ganze dann auch angeht. Dann werde ich ganz schnell machen. Also ganz gut bei Brot schneiden. Was ist der Brot schon voll auf? Soll ich die Torte 18 machen oder 20? Reicht doch 18, oder? Ja. Wir haben jetzt alles vorbereitet. Radieschen, Gurken, Mama. Schinken und Käse. Also umgekehrt. Warum hast du einen Schnuller im Mund? Bist du ein Baby? Die Lisa hat diesen Schnuller gefunden und jetzt läuft sie mit dem herum. Das Brot habe ich zurecht geschnibbelt.
Dann habe ich Kräuter Philadelphia, Frischkäse halt und dann normalen. Und die Paprika. Michelle kümmert sich hier um diese, wie heißen die? Schnittlauch. Ja. Ja, also let's go. Bei McDonald's. Baba. Und das Torte mit dem, was da so drinnen hat. Ja. Und da war der Papa, Mama, was sagt, mein Papa zu Hause wurde. Auf jeden Fall, der Papa hat gesagt, er wünscht sich zum Geburtstag. Ein Happy Meal. Eine Bratwurst. Aber ich weiß nicht, wie er mit Mama und Papa, was ich meine. Genau. Wir haben jetzt alle noch rausbekommen, bevor es dunkel wird. Ich habe darauf bestanden, dass wir nämlich ein bisschen rausgehen. Spielplatz und sowas. Es war so schön heute und gestern. Alle schlafen hier wie im Bahnhof. Ja, und ich habe jetzt die Trage mit, damit ich den Kleinen auch transportieren kann. Soll dir helfen? Ich muss sie noch einstellen. Das habe ich ganz neu, die Trage. Kriegen wir die Mama Walross drinnen? Hey, Mama Walross. So sieht sie, wie mein Mann in mir spricht. Okay, das darfst du heute, weil das Geburtstag. Das ist mein Geburtstag, ich darf sagen. Du darfst mich Walross nennen. Wieso habe ich das nicht gewusst? Dann hätte ich dich gestern auch irgendwie ein. Morkow. Hallo, meine Lieben, ich melde mich mal auch heute, 5. Februar. Zum Geburtstag. Ich bin 40. Ich glaube, ich bin ein bisschen vernünftiger als gestern. Nein. Auf alle Fälle ein Jahr älter. Nein, sind mal die 40er in mein Gesicht, ne? Oder? Außer diese zwei Falten dazugekommen, oder was? Ach scheiße, die da unten, ne? Ja, auf alle Fälle sind wir sind jetzt in Wien im Donaupark. Das ist einer unserer Lieblings Spielplatz oder Spaziergangrunde. Ja. Und ja. Es ist rammelvoll. Sehr viele Leute. Spazieren ist halt voll trendy seit Corona. Oder seit Lockdown, gell? Ja. Wenn die Corona vorbei ist, dann sitzt mal jetzt was. Platz. Ui. Ui. Ich passe. Ja, auf Lisa, was macht der Papa? Es ist 30. Zwei, drei. Los. Es ist 30 Jahre her. Ja. Nochmal. Der Papa ist so ein kleines Baby. Der Papa ist ein kleines Baby. 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 Bruder Baby. Bruder Baby. Der Kleine macht hier auch so Bärengeräusche. Warte, machst du auch? Ja, dass alle Kinder mal mit dir rutschen können. Ui! Komm her, Lara, hier bei den Treppen ist einfacher. Komm, Papa. Komm, Papa. Warte, ist nicht einfach. Es ist zu klein ausgeschnitten. Ja, was war denn das? So, meine Lieben, wir sind mittlerweile wieder zu Hause. Der Papa muss jetzt kurz im Büro warten, weil wir müssen die Torte noch fertig dekorieren. Da ist jetzt noch eine letzte Schicht Frischkäse drüber. Also so in Philadelphia ohne Kräuter. Aber das ist schöner Kuchen. Was ist das? Das ist Schnittlauch. So. Ich will Papas Kuchen essen. Sicher, alle essen. Nein, das schmeckt Schnittlauch. Das schmeckt ekelhaft.
Mach mal die Gurke sehen. Ein Messer für den Papa. Wer will eine Scheibe von meiner Torte? Was ist das für eine Torte? Warte, muss ich zeigen, die Torte. Die schaut wunderschön aus. So eine Torte habe ich noch nie gesehen. Was ist das? Ein Bio-Torte oder was ist das? Sandwich-Torte. Sandwich-Torte, juhu! Trink nicht zu viel, Lara. Ich bin die Mutter und dran bist du. Du hast jetzt eine Motorsäge. Papa, ich kann nicht das essen. Wieso, Lara? Du kannst mal probieren. Wow, das schaut cool aus. Willst du eine kleine Scheibe oder eine große Scheibe? Kleine Scheibe. Nein, Gurke. Du willst Gurke? Ja. Unsere Mäule wird dann stinken nach Zwiebel. Zwiebel? Oh, das ist nicht da. Wow. Essen. Wer will eine ganz kleine? Michelle, Lara? Aber ich will nicht das essen. Das esse ich, das nehme ich gerne. Das kannst du auch essen. Auch nicht. Groß oder klein? Du magst auch Torte, Luisa? So? Aber ja. Nicht Torte. Okay, Luisa. Okay. Wow, ich krieg Herzinfarkt. Ich muss meine Tablette essen. Jetzt ist sie bald 20 Uhr. Deswegen hast du das Raum gelandet. Na, 10 Minuten. Wer will was trinken? Lara, willst du auch? Ich muss euch zeigen, wie die Torte drinnen aussieht. So, die Tortenscheibe schaut so aus und innen drinnen. Mama mia! Eine Torte, die auch für dich, weil du wolltest keine süße Torte. Jawohl, danke Mama, danke Familie. Superhero. Wie wolltest du das gute Papier rein? Das ist eine Maus. Ah, jetzt ja, stimmt. Oh, süß. Ein Superheld ohne Umhang nennt man Papa. Das kann schon wow. Das hat mir vorhin gestellt. Danke schön, Michelle. Ah, Pief, übertreibe jetzt nicht die Rolle. Ha? Schau mal an. Lars, wir müssen bei uns ein Geschenk geben und die Lisa will wahrscheinlich auch, oder? Aber das größte Geschenk ist, dass sie mit euch so am Tisch sitzen und euch alle am Tisch sehen. Ich will mich entscheiden. Ah, Pief, komm schon. Ja, aber nehmen Lisa auch mit. Die Torte schmeckt nämlich sehr gut. Warte. Luisa hat das gemacht. Nehmen wir zuerst die Luisa, ja? Wow, ein 40er! Ein 40er! Dankeschön! Komm her, ich mein Kuss! Mag jemand mein 10? Ja, mein Kuss. Oh, wie schön! Geh! Jetzt ist die Lara dran. Wow, schau, da steht Lara und Papa. Das ist Papa, Papa. Lara und Lisa. Papa, sozusagen Papa. Papa. Oh, Dankeschön. Hast du ganz schön gemacht? Lara, Papa. Lara, da muss ich alles aufheben. Ich zeige dir das später, wenn du 20 Jahre alt bist. 20 Jahre, wenn dir die Lara zeigen schaut, das habe ich von dir, als ich 40 war. Komm schon, Bibi. Ja, ganz schön, ich mag Torte mit Himbeeren. Blaubeeren auch natürlich. Bibi Loni, komm, keine Küche. Das ist die Michelle. Gut. Danke. Hast du ausgeguckt? Magst du das mal wieder? Ein bisschen noch, bitte. Siehst du das, was du gemacht hast? Ja, bitte. Kopiert und nicht zugefügt. Achtung! Das ist schwer. Achtung! Aber nicht ja. Meine Ohren, du. Nein, Luisa, du auf!
Machst du nicht mehr? Darf ich? Aber du musst auch in diese Richtung schießen, oder? Weil du machst die Wände. Ich muss ja. Ja, heute Geburtstag, ich will gar nicht putzen, ja? Schau sie mal das an. Ja, also, ich wünsche mir zum Geburtstag, dass die Kinder aufräumen. So, meine Lieben, das war's schon mit dem Vlog. Wir werden jetzt den restlichen Tag noch ein bisschen mit den Kindern hier, wahrscheinlich spielen wir auf Switch, oder? Ja. Oder was Fernsehen, mal schauen. Oder ich war schon Just Dance. Was? Just Dance? Die Lara will Just Dance, okay. Nach so viel Essen, da ist er toll, dass man tanzen. Alle Familie. Alle Familie tanzen, alles. Ja, aber genau. Das war eine ganze Zeit, die zu deinem Geburtstag. Ja, ja, ja. Das ist schön. So schaut man mit 40 aus. Mama, schau mal, ich eine neue Frisur bin. Luisa, schau mal den Papa an. So. Das war's schon mit meiner Brücke. Danke fürs Zuschauen, meine Lieben. Danke, dass ihr bei unseren Geburtstagen dabei wart. Und wir sehen uns in aller Frische dann wieder. Tschüss.